So, ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingspart von den Trails hier. Leute, seid ihr bereit? Bitte! Wer bist denn du? Ist ein Trail da? Hallo! Oh, so cool! Leute, komplette Mission Abbruch. Alter, wie schön schaut's aus! Schnee, mehr Schnee, mehr Schnee, mehr Schnee. Leute, ihr wisst, das ist noch immer die erste Abfahrt. Also gefühlt unendlich lang. Hast du wieder nicht gemerkt? Nein, lieber Gott. Ja. Straight line. Yo Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Leute, im letzten Video war ich ja in Gastein und das Wochenende war aber noch nicht vorbei und das hier ist sozusagen die Fortsetzung davon. Wir hatten Pläne, die wir aber gezwungenermaßen über den Haufen werfen mussten, und das nicht nur einmal. In diesem Sinne, Leute, ich würde auf jeden Fall dranbleiben. Vergesst nicht auf den Daumen nach oben, ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Ich war wo ich noch nie biken war, und ich würde sagen, das ist auch was für euch. Los geht's. Leute, ich sag's euch, Zeit verfliegt einfach. Wochenende hier in Gastein ist schon wieder fast vorbei. Hier ist der Train nochmal. Wir sind am Weg zum Berber Hochtrail. Ist das schon wieder komplettes Klima, Mimi? Mir juckt schon vor die Brennnessel. Leute, wie nice ist das? Oh mein Gott, Leute, seid ihr bereit? Wartet. Okay, Leute, hat sich schon ausgezahlt. So, da kann man schon sehen, sehr kaiserlich und fürstlich da alles. Ich würde sagen, kurz, aber fein. Ja. Ich bin gerade mein Chaos am Packen. Heute wird es mit der Gondel hochgehen, mit der Full-Sack-Bahn. Es ist windig draußen und in den Bergen ist es ziemlich wolkenverhangen. Bin mal gespannt, wie es oben sein wird. Plan wäre eigentlich quasi bis zur Mittelstation zu fahren, dann das letzte Stück hoch zu pedalieren. Dort wäre auch ein ziemlich geiler See, aber ich glaube, mit Schwimmen wird es da oben bei, keine Ahnung, 10 Grad nix. Ja, fingers crossed. Weiter geht's am Berg zur Full-Sack-Bahn. Leute, story of my life. Stuff, stuff, stuff. Immer viel zu viel Stuff. Leute, komplette Mission Abbruch, super schlecht Wetter reingezogen, die Gondel wäre gar nicht bis nach oben gefahren. Und jetzt kurzerhand beschlossen, am Heimweg einfach im Bikepark Schlapping stehen zu bleiben. Generell von Hotel Blü ist es nur eine Stunde nach Saalbach, nur eine Stunde nach Leogang und jetzt auch nur eigentlich eine Stunde nach Schladming, also mega zentral. Demnach, wir sehen uns gleich in Schladming. Okay. Nochmals Mission Abbruch. Gondel geht nicht gerade. Keine Ahnung, könnte wahrscheinlich in 30 Minuten wieder gehen. Kann man nicht vorhersagen. Aber Schladming Bikepark wird jetzt leider nichts. Wäre in Georg sein erstes Mal in Schladming gewesen, hätte schon Bock gehabt. Aber Option 3 ist es. Reiterkugelbahn? Reiteralm. Kenne ich gar nicht, demnach sehen wir mal was Neues. Wir sind gespannt. Kaum zu glauben, aber wahr. Wir sitzen in der Gondel. Reiteralm, was für ein Chat? Bräunig-Chat. Ich war hier noch nie, vermutlich mal zum Skifahren oder Snowboarden, aber absolut definitiv nicht mit Bike. Coole Sache, Gravity Card gilt hier auch. Wer von euch war hier schon mal biken? Schreibt mal, wie hat es euch gefallen? Jupp.
keine Vorstellung, was mich da jetzt erwarten wird. Aber ich nehme mal an, es ist cool, nachdem wir in dieser Gegend sind. Kann eigentlich eine Scheiße sein. Schnee. Mehr Schnee. Mehr Schnee. Mehr Schnee. Oben noch da. Noch nicht so viel Überblick, aber wir fahren jetzt einfach mal den ersten Trailer. Du dich. Leute, noch mehr Schnee. Da wird einfach mal Schnee gesaved. Schaut euch das an. So, von Blau auf Hochalm-Trail. Man muss halt echt dazu sagen, ich würde sagen, alles ab so 1500 Meter Höhe hat er derzeit echt noch viel Schnee bei uns und das im Juni. So, der Trail führt jetzt wieder am Blauen zurück. Beschildert ist sehr gut. Alter, wie schön schaut's da aus. Nächster Trail-Einstieg, noch immer die erste Abfahrt, jetzt Schnepfenwald-Trail. Warte, ist der gut? Jetzt. Okay Leute, kompletter Naturtrail plötzlich. Back on track. Leute, ihr wisst, es ist noch immer die erste Abfahrt. Also gefühlt unendlich lang. Leute, seid bereit. Bitte. Wer bist denn du? Ist ein Trail-Dog. Hallo. Oh, so cool. Oh Gott. Bist du lieb? Wie heißt du denn? Vitali, hallo. Also, erstes Resümee bzw. die ersten Eindrücke von den Trails hier. Auf jeden Fall mal lange Abfahrt.
ist nicht überraschend, wenn man irgendwie auf 1700, 1800 Höhenmeter startet. Generell sehr naturbelassene Trails. Ich würde es jetzt nicht als Single Trails bezeichnen, aber auch nicht als Flow Trails. Irgendwas dazwischen. Macht sehr viel Spaß. Auch abwechslungsreich, würde man sagen. Teilweise komplett naturbelassen. Dann wieder, ja, es gibt Anleger. Aber ich glaube, generell naturbelassene Trails trifft es am allerbesten. Und ich würde mal sagen, Beispiel, man macht Urlaub, Bike-Urlaub in Schladming und jeden Tag krasses Bike-Ballern ist einem einfach zu viel. Als Abwechslung, weil, keine Ahnung, wie lange fährt man da? 10 Minuten? Circa 10 Minuten mit dem Auto hierher hat man wieder was Abwechslungsreiches, andere Eindrücke, weniger anstrengend. Unter Anführungszeichen und auf jeden Fall Enduro-Bike hier. Also mit Downhill-Bike würde ich mal sagen, ist es hier too much oder wird anstrengend. Enduro ist perfekt. Ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingspart von den Trails hier. Gehen wir. Geht? Jo. Obwohl es so flach ist. Na, lieber Gott. Straight line. Danke. Verschmolzen. Ihr wisst Bescheid. Die Peaches 10. Was kriegen Sie gern? 10% Rabattcode auf Y-Food. War es mittlerweile auch schon. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. So Leute, Ende Gelände. Jetzt heißt es noch Fahrrad waschen, bevor es dann endgültig wieder nach Hause geht. Okay,
So Leute, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir das auf jeden Fall mal. Wart ihr schon mal auf den Reiteralm-Trail? Kanntet ihr das? Ich kannte es nämlich tatsächlich wirklich nicht. Nochmal das Fazit. Ich finde, es ist ein mega guter Ausgleich, wenn man zum Beispiel in Schladming, im Bikepark Schladming unterwegs ist. In der Region ist es auf jeden Fall wert, dass man auch mal die Reiteralm-Trails fährt und sich ansieht. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Definitiv Minenduro-Bike, Downhill-Bike ist dort ein bisschen too much. Aber mehr coole Abfahrten, lange Abfahrten, sehr naturbelassen das Ganze. Und macht auf jeden Fall Spaß. Und Leute, in diesem Sinne, ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ihr wisst Bescheid. Jeden Samstag 9 Uhr neues Video. Und bis dahin, Leute, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.